Freiwillige Feuerwehr Neudorf ob Wildon und am Steuer des Hubstaplers Werner, der Weihbischof Pilot ist jetzt Dr. bei dir. Franz Lachner. Kompliment, Herr Weihbischof. Ich wusste das nicht. Also, dass Sie handwerklich erfahren sind, das weiß, glaube ich, die ganze Steiermark. Aber Staplerschein, war das im Anforderungsprofil? Steht das drin in der Jobdescription für Weihbischof? Also, Staplerschein habe ich keinen. Dafür habe ich einige Weihurkunden. Das hilft auch. Ja, ja, es gleicht sich aus. Aber ich bin Stapler gefahren. Ich habe in meinem Leben ja mehrere Berufe ausgeübt, Elektriker und auch einige Gelegenheitsjobs. Unter anderem bin ich mal ein halbes Jahr in einer Getränkefirma Stapler gefahren. Ja. Aber Sie haben das großartig gemacht hier. Kompliment. Jetzt wissen Sie auch, dass es einen zweiten Gang gibt bei dem, gell? Ja, 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 das muss man jetzt erklären. Also ich bin da 2 Monate gefahren in dieser Getränkefirma. Man hat sich beschwert, die Chefetage, dass ich doch zu langsam sei. Und dann habe ich gedacht, ich arbeite den ganzen Tag. Dann habe ich mein Arbeitsgerät ein wenig näher untersucht. Bin ich draufgekommen, es gibt 2 Gänge. Ja. Gratuliere. Ja, und tatkräftig unterstützt ist der Herr Weihbischof worden von der Freiwilligen Feuerwehr Neudorf ob Wildon. Hauptbratinspektor Herbert Reiter-Haas steht da neben mir. Was habt ihr denn da hereingebracht? Was habt ihr denn da gemacht mit dem Herrn Weihbischof? Ja, wir haben hier ein Kreuz reingebracht und wir wollen hier auch ein sichtbares Zeichen führen. Und ich weiß, im nächsten Jahr zur Fastenzeit am Aschermittwoch werden die ganzen Kreuze und auch vielleicht einige Materl verhüllt. Und dann am Karsamstag sollte ja in einem größeren Event, wo auch die Feuerwehr mit dabei sein wird und soweit es möglich ist, werden wir dann einiges auch enthüllen. Und wird die Feuerwehr wieder dabei sein, so wie es bei der Markierungsaktion ja zum Beispiel vor kurzem war? Ja, so wie es bei der Markierungsaktivität dabei waren, waren wir sehr, sehr stark dabei, aus Sicherheitsgründen. Es war ja eine Nachtaktion, wir haben da mit Scheinwerfer toll gearbeitet, aber auch andere haben toll mitgearbeitet. Und so werden wir auch im nächsten Jahr wieder ein sichtbares Zeichen geben und auch bei der nächsten Aktion wieder, soweit es möglich ist, dabei sein. Die Aktion, das ist die Aktion Glaube, von der der Herr Hauptbrandinspektor gerade erzählt hat. Verhüllen, enthüllen, entdecken. In der Fastenzeit 2013 wird es das geben in der Steiermark und da wollen wir versuchen, möglichst viele sichtbare Zeichen des Glaubens im öffentlichen Raum, eben Kreuze, Marterln, Heiligendarstellungen und was wir sonst noch entdecken, zu verhüllen, so wie wir das hier bei diesem Kreuz auch sehen. Wir hoffen, dass sich viele Pfarrer beteiligen. Man kann sich auch schon anmelden. Informationen gibt es im Programmheft und ein ganz besonderes Zuckerl gibt es auch. Das steht im Programmheft noch gar nicht drinnen. Alle Pfarrer, die sich bis Ende Oktober für diese Aktion anmelden, die bekommen 300 Quadratmeter, und das ist schon einiges, dieses gelben Netzmaterials gratis. Das bekommen sie geschenkt. Damit kann man schon einiges verhüllen, aber dann, Achtung, das Material nicht wegwerfen. Das wird dann weiter verarbeitet. Also ist ein Abfallproblem haben wir nicht und die Feuerwehr ist wieder unser Partner. Dankeschön. Dankeschön. Aber ich muss gleich dazu sagen, in alle Pfarren kann der Weihbischof natürlich nicht mit dem Gabelstapler kommen. Das wäre dann doch vielleicht ein bisschen zu viel. Herr Bischof, wir haben schon so viel vom Diözesanenweg gehört heute hier. Was ist denn die Grundidee? Was steckt da dahinter? Ja, ich darf zu dem, was schon gesagt worden ist, sehr Schönes und Tiefes, vielleicht auch etwas sehr Persönliches hinzulegen. Als vor jetzt schon 33 Jahren Gott meinen Weg gekreuzt hat, da hat es ein großes Durcheinander in mir gegeben, in meinem Leben, in meinem Herzen. Und da habe ich einen Priester damals gefragt, was ich tun muss. Und er hat mir dann gesagt, ein Wort, dass ich mir nicht selber sagen konnte. Wir Menschen, wir Christen brauchen solche Worte. Hat er gesagt, gib Gott in deinem Leben eine Chance. Ich denke, der Diözesanenweg, der ja absolut genommen nicht beginnt, er geht ja schon 794 Jahre. Also wenn wir jetzt unseren Teil dazulegen, dann können wir das als ein Ausgangsmotto nehmen, Gott eine Chance zu geben. Das wurde schon gesagt. Wir werden dann einen Gott kennenlernen dürfen, der die Überraschung liebt. Wie kann denn das funktionieren, Gott eine Chance zu geben?
Ja, ich denke, das kann nur gemeinsam gehen. Mir scheint ein Grundwort für unsere Zeit zu sein, wirklich Vertrauen. Vertrauen, Gott etwas zutrauen und einander etwas zutrauen, dass das oben und unten, links und rechts, jung und alt nicht so sehr im Vordergrund steht, obwohl ich bei jung und alt ein bisschen parteiisch bin, ich bin für die Jugend zuständig. Und da entdecke ich schon immer wieder, dass bei der Jugend sich etwas findet, was man vielleicht dann nicht so oft sieht, nämlich eine Sehnsucht nach Gott. Und mir, da darf ich auch eine Begebenheit erzählen. Ich besuche sehr viele Schulen. Ich habe vor kurzem die HTL in Fürstenfeld besucht. Da war ich von den jungen Leuten, Maturanten waren das, und es war auch eine Maturantin dabei, sehr an die Zange genommen. Und ich habe halt von meinem Glauben, vom Glauben der Kirche erzählt. Da hat ein junger Mann gefragt nach einer Stunde Gespräch, der gesagt, Herr Bischof, glauben Sie, dass wir junge Menschen, die wir doch sehr weit von dem entfernt sind, was Sie da uns sagen, dass wir auch einmal dorthin finden werden? Das hat mich sehr berührt, muss ich sagen, diese Sehnsucht nach Gott, diese Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach einer großen, eine große Familie zu sein, die entdecke ich immer wieder bei den Menschen, bei den jungen Menschen im Besonderen, für die bin ich ja da. Und ich glaube, das wird sein, wie es funktioniert. Herr Bischof, ein Weg braucht ein Ziel. Viele sagen, der Weg selbst ist schon das Ziel, aber auch dieser Weg hat einmal ein Ziel. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Ziel des Diözesanenwegs? Es wurde schon im Referat von der Frau Pastoralamtsleiterin aus Wien gesagt, fast wortgleich. Ich war heuer in Irland beim Eucharistischen Kongress, auch mit jungen Leuten dort, und da habe ich einen Filmemacher aus Australien getroffen, und der hat mir einen schönen Satz gesagt. Der Satz lautete, the best is yet to come. Und wissen Sie, wo dieser Satz steht? Auf einem Grabstein. Und ich denke, auf Frank Sinatra, auf seinem Grabstein steht das. Das ist die Dynamik, was Christsein bedeutet. Dass Christen es wagen, selbst auf einen Grabstein hinaufzuschreiben, das Beste kommt erst. Und das sollte unser Ziel sein, dass wir auf diesem Weg uns ausrichten, dass Gott einer ist, der je neu ankommen möchte bei uns, unter uns sein. In diesem Sinne, das Beste ist yet to come. Das kann man nicht allein, das kann ein Bischof nicht allein, auch nicht, wenn er einen doch sehr willigen Weihbischof zur Seite hat, sondern das können wir nur gemeinsam. Und Sie brauchen auch nicht alleine. Es bedarf vieler. Und da sind Sie schon, die vielen. Wir haben Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Bereichen unserer katholischen Kirche in der Steiermark eingeladen, hier auf die Bühne zu kommen und uns zu erzählen, was Sie sich vom Diözesanenweg wünschen, was Sie sich vorstellen und was Ihre Anliegen sind. Gerade die jungen Menschen befinden sich ständig im Wandel. Es passiert bei uns so viel, dass wir oft gar nicht wissen, wo wir in einem Jahr überhaupt stehen. Aber trotzdem haben wir die Gewissheit, dass Gott bei uns ist und uns beschützt und uns über alle Hindernisse hinweg hilft. Vom Diözesanenweg erwarte ich mir, dass sich auch die Kirche zutraut, sich auf einen Aufbruch zu wagen und gemeinsam mit uns diesen Aufbruch zu wagen. Und wir werden dann mit Spannung erwarten, wo wir in 6 Jahren stehen. Und ich persönlich freue mich sehr auf diese neuen Ideen, die wir finden werden. Und ich bin mir sicher, dass einige sagen, ach, das geht gar nicht, das ist zu modern und zu jung. Aber ich erwarte mir vom Diözesanenweg, dass sich das Volk, also dass sich die Menschen quasi auch zutrauen, mit uns gemeinsam den Aufbruch zu wagen und auf die Zeichen der Zeit zu schauen. Und wenn wir mutig genug sind, auf Gott zu vertrauen, dann haben wir eine spannende Zeit vor uns. Und der Diözesanenweg wird ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis werden. Mein Name ist Birgit Leubner und ich bin ehrenamtliche Vorsitzende der katholischen Jugend Steiermark.
Als Priester verstehe ich die Kirche als eine Gemeinschaft, als das Volk Gottes, dessen Mitglieder einander zur Seite stehen, einander durch unterschiedliche Dienste und Begabungen ergänzend und nicht konkurrierend unterwegs sind. Der diözesane Weg ist für mich eine Verlängerung, eine Verwirklichung des Zweiten Vatikanischen Konzils in unserer heutigen Welt, in unserer heutigen Gesellschaft und in einer Kirche, die eine Weltkirche ist. Dies ist auch in unserer Diözese sichtbar, nicht nur in den Diakonen und Priesterweihen, sondern auch in der Sendungsfeier der Pastoralassistierenden. Laien, Ordenschristen und Priester legen aus tiefster Begeisterung Zeugnis ab von Christus, dem Sohn Gottes, aus mehreren Ländern Europas, aber auch über die Grenzen des alten Kontinents hinaus hier in der Steiermark. Dies tun sie als Katholikinnen und Katholiken im besten Wortsinn, als hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter des Herrn. In ihrer Lebenswelt, in den Familien, in der Berufswelt und auch in der Freizeit und das Tag für Tag. Als das eine Volk Gottes können wir als Kirche gerade für die Menschen in unserer Diözese zum Zeichen werden für die Zuwendung Gottes zu den Menschen. Dazu soll uns der gemeinsame diözesane Weg bestärken. Mein Name ist István Holló, ich bin Kaplan im Pfarrverband Vorderberger Tal. Ja, wir sind gemeinsam auf dem Weg, gemeinsam auf dem Diözesanenweg, ganz, ganz viele Menschen. Und ich wünsche mir von den vielen Menschen, die unterwegs sind, offene Ohren, um hinzuhören. Offene Augen, um Dinge zu sehen und wahrzunehmen. Ganz, ganz viele offene Münder, die Dinge ansprechen und auch Dinge beim Namen nennen. Ich wünsche mir ganz, ganz viele Hände, die tatkräftig die Wünsche, Probleme, Anregungen wirklich in die Hand nehmen und umsetzen. Ich erlebe in den einzelnen Regionen, vor allem in meiner Region, dass die Themen sehr, sehr unterschiedlich sind. Dass unterschiedliche Zeichen da sind, dass unterschiedliche Motive da sind, unterschiedliche Glaubenswege da sind. Und ich erwarte mir wirklich von diesem Diözesanen, von diesem gemeinsamen Weg, dass das wirklich ernst genommen wird, dass das aufgegriffen wird, dass das auch umgesetzt oder bearbeitet wird. Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam mit im Glauben unterwegs sind, gemeinsam Dinge bewegen und einfach auch im Glauben dadurch stärker werden. Mein Name ist Monika Schachner, ich bin Religionslehrerin und regionale Jugendreferentin im Ennstal. Wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen, dann ist es für uns klar, dass wir ein Ziel vor Augen haben und dass wir uns auch überlegen, welcher Weg führt zu diesem Ziel. Und ein Ziel, das mir ganz besonders wichtig ist, ist, dass praktische Glaubenserfahrungen nicht nur theologisch abgehandelt werden, sondern dass wir auch den fernstehenden Menschen einfach auf sie zugehen und für sie dieses Wort auch verkünden, dass sie es verstehen können, Wichtig ist mir auch die Glaubensvertiefung und die Besinnung auf den, der unser Weg ist, nämlich auf Jesus Christus, und dass wir ihn einfach immer im Blick haben. Das, was er getan hat, dass er die Armen und Ausgegrenzten an die erste Stelle gestellt hat, das ist für mich ein weiteres Ziel, dass wir auf die schauen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die Leid und Ausgrenzung erfahren, und dass wir als Kirche auf sie zugehen und auch ihnen dieses Wort der Liebe von Jesus verkünden.
Mein Name ist Schwester Roswitha Bauer. Ich gehöre der Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul an und ich bin Delegierte im Diözesanrat für die Frauenorden. Die Gesellschaft verändert sich immer rascher. Für mich heißt Diözesaner Weg, wir wollen uns mit Eifer und ohne Furcht den Aufgaben widmen, die unsere Zeit erfordert, als Laien und auch in der katholischen Aktion. Das Konzil sagt klar, dass Laien, also wir Männer und wir Frauen, das Recht und die Pflicht haben, apostolische Verantwortung zu übernehmen, beispielgebend aus dem Glauben wirken, wir als Salz der Erde und wir tragen am Wandel mit. Wir Laien treten für die nötige Innovation in der Kirche, in unserer Kirche ein und wir werden diese Innovation gut begleiten. Stillstand ist kein mutiger Wandel. Für eine soziale und nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft suchen wir intelligente Partner. Eine Allianz der Vernünftigen wollen wir suchen. Wir begleiten aber auch Familien, Partnerschaften und Patchwork-Familien. Und wir treten für eine kinder- und familienfreundliche Kirche ein, in der Gesellschaft sowie in der Kirche, um auch zu mehr Kindern zu ermutigen, was wir heute schon gehört haben. Wir wollen durch gelebte Offenheit für Menschen mit anderen Religionen und aus anderen Kulturen zum Frieden beitragen, sowie eine Vision zu entwickeln, wie man in einer komplexen Gesellschaft in Zukunft leben kann und leben wird. Mein Name ist Bernhard Rebernick und ich bin Präsident der Katholischen Aktion der Steiermark. Beim Diözesanenweg ist es mir ein Anliegen, dass viele offene und ehrliche Gespräche geführt werden, die das Vertrauen der Katholiken in ihre Kirche wieder stärken bzw. wieder aufleben lassen. Vom Diözesanenweg erwarte ich mir, dass die Kluft zwischen Gesellschaft und Kirche, die ich oft wahrnehme, wieder kleiner wird. Diözesaner Weg heißt für mich, Impulse für meine Arbeit als Pfarrgemeinderat zu bekommen, damit ich diese in meiner Pfarre umsetzen kann. Dadurch wird es uns gelingen, Menschen zu finden, die mit Freude und Begeisterung diesen neuen Weg mit uns gehen. Mein Name ist Roswitha Maurer. Ich bin geschäftsführende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates der Pfarre Groß-Wilfersdorf. Für den Diözesanenweg erbitte ich drei Gaben, die mir auch Begabungen darstellen. Eine Gabe ist heute schon sehr oft genannt worden, es ist das Vertrauen. Ich traue uns zu, dass wir Kirche der Zukunft gestalten im Miteinander. Ich traue uns zu, dass wir die Begabungen, die in so einer Buntheit und Vielfalt heute da sind, immer wieder auch genutzt werden können, um miteinander diese Kirche zu bauen. Ich wünsche uns aber auch die Gabe der Freude. Ich glaube, wenn wir als Christen und Christinnen, als Kirche in der Steiermark nicht Freude vermitteln, dann werden wir entbehrlich. Wir haben viel Grund.
Wir haben viel Grund, diese Freude zu vermitteln aus der Hoffnung, die Gott uns schenkt. Und eine dritte Gabe, die ich uns mitgeben möchte für unseren Diözesanenweg, damit es nicht der Diözesanenweg ist, sondern unser gemeinsamer Diözesanenweg mit dem heutigen Tag. Ich wünsche uns Offenheit und Wohlwollen, dass wir wirklich mit Offenheit den Menschen begegnen und in unseren verschiedenen seelsorgerlichen Diensten wohlwollend sind. Heute beginnen wir. Die nächste Möglichkeit ist zu Allerheiligen, wo viele Menschen uns als Steirischer Kirche etwas zutrauen. Dann werden viele kommen, um mit uns den Advent zu beginnen. Viele werden die Kinderkrippenfeier mit uns begehen. Wenn Menschen dort spüren, wir sind wohlwollend und für sie offen, wird dieser diözesane Weg gelingen. Und das war jetzt Pastoralamtsleiter Johannes Freitag, Pfarrer im Pfarrverband Vordernberger Tal. Danke euch allen für diesen Ausblick auf den diözesanen Weg.